779,04 €. Und es geht noch weiter. Wie ich pleite geworden bin, bis jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt. Mein Pony war lahm, stocklahm, wollte nicht mehr auftreten. Pony wollte überhaupt gar nicht mehr auftreten. Ich habe gedacht, heute wäre es um ihn geschehen und hatte den Mental Breakdown meines Lebens. Dann hat Pony seine tägliche Dosis Schmerzmittel bekommen und wir haben ein Hufgeschwür behandelt, was im Endeffekt nie da war. Was bringt ein Hufgeschwür, was im Endeffekt nie da war? Geld. Jede Menge Rechnungen. Umsonst. Ja, also was war die Diagnose? Was waren unsere Anforderungen? Pferd stehen lassen, Polsterverband drum. Das war's. Ja, dann hieß es erstmal abwarten und danach sollte das Pferd lahmfrei sein. War es nicht. Surprise. Also, Röntgengerät raus und gar nichts. Nein, ich sage, wir vermuten ein Haarriss. Aber eine Diagnose hatten wir nicht, also Pony war lahm. Pony war immer noch lahm. Pony war immer noch lahm. Korrigiere, mein Pony ist immer noch lahm und ich habe die Faxen dicke. Ich habe 800 € bezahlt für nichts.